fangen wir an. Hast du schon schräge Sachen beim Haustür, was, Wahlkampf erlebt? Gibt es Haustür? Du machst doch keine Haustür. Ach, doch, du, gemeint doch, doch. Ist... Man klingelt und sagt, guten Tag, wir sind von den Grünen, in 3 Tagen ist Bundestagswahl. Sagst du nicht wirklich? Machst du das wirklich? Yeah. Und habe ich da was Doofes erlebt? Nö. Noch nie? Und musst du dich da auch immer hinsetzen, also, und kriegst die, dann so eine schwarze Sau? Und wie heißen die ganzen Schnäpse, die ihr habt? Küstennebel. Kennst du schwarze Sau? Ich kenne schwarze Sau, der ist, ne? Geil, oder? Möchtest du so einen? Aber wenn wir, erst wenn wir hier fertig sind. Warum nicht jetzt? Ich würde einen mittrinken. Weißt du, wie das geht? Frau Müller, haben wir die schwarze Sau da? Ja. Können wir die, wir haben die oben vorhin probiert. Dürfen wir die mal eben besorgen? Habt ihr probiert? Hast du getrunken, bevor die Sendung angefangen hat? Naja, ich wollte dich eigentlich damit abfüllen heute Abend. Dann habe ich gesagt. Und haben wir alle einstimmig gesagt, das können wir nicht machen, da kotzen wir ja nach einer Stunde. Aber einen könnte man doch davon trinken. Ja, ich will nur sagen, deine Partei müsste dich davon abhalten, finde ich, an Türen zu klingeln, weil es ist zu zeitintensiv. Das ja, macht den nee, Politiker mürbe. Wenn man das macht, als jemand, der jetzt Bundesvorsitzender ist, dann zeigt das auch allen anderen, dass man es machen kann. Und dann machen das andere Leute auch. Und auf einmal klingeln 60.000 Grüne an euren Haustüren. Ist das nicht eine fantastische Vorstellung? Wie eine Drohung hört sich das an. Was? Hat Kubicki dich schon mal auf seine Yacht eingeladen? Hat er eine Yacht? Der hat so ein Motorboot. Boot. Ich glaube, man nennt es Yacht. Ja, also aber ohne Segel. Also Yacht denkt man ja, oh, der kann super segeln, aber es ist ein Schnellboot, glaube ich. Seid ihr so. Friends eigentlich? Liberty heißt das Ding. Seid ihr Homies? Liberty, weil er... wir sind FDP nicht Homies natürlich. Und Friends. Wir haben eine Beziehung, die auf Gewalt beruht, so vielleicht. Positive Gewalt? Nee, negative Umfrotzeln, Gewalt. Negative hat, Gewalt? Man weiß, dass man, wenn man sich gegen einen anderen sich mit dem anlegt, ist unklar, wer danach der Verlierer ist. Wirklich? Und deswegen funktioniert es. Bist du auf diesem Schiff schon mal das gewesen schon, mit nein, ihm? Nein, bin ich nicht. Aber er hat schon mal gesagt, komm doch mal mit. Bist du schon mal in einer Sitzung eingeschlafen? Nee, aber manchmal fällt es mir schwer. Ja, ne? Wie in der Kirche, da ist es manchmal auch, dann ist es so wiederum muggelig. Auch nicht, weil ich ja immer selber rede. Und es ist ja viel leichter, selber zu reden, als, ja. Wollen wir den jetzt nehmen oder wollen wir die Bierdeckel zu Ende und dann nehmen? Jetzt nehmen, lieber? Wollen wir auch einen rausbringen? Kapier. Für die Schentischnullis? Wir bringen auch einen raus für die Schentischnullis. Aber wir müssen trotzdem jetzt schon mal, wir trinken trotzdem jetzt schon mal. Willst du den jetzt wegkippen? Das sind ja eigentlich zwei. Ja, das sind also, eigentlich zwei, oder? Bist du dann betrunken? Ich bin dann ziemlich... Ja, aber du, merk das dann sehr. Ich werde, wenn ich betrunken oder wenn ich Alkohol getrunken habe, muss ich gar nicht betrunken sein, kann ich nicht mehr reden. Bist du denn schmusig? Entschuldigung. Aber ich kann da nicht mehr gut reden. Ich kann auch klar denken, aber die Zunge wird irgendwie so schwer. Aber das ist ja nicht schlimm. Umgekehrt doch, ist schlimmer, wenn das nicht so lustig. Ich finde, wenn das Gehirn schwer wird und die Zunge labert noch ordentlich drauf los, das dann ist schlimmer. Merkst du es ja nicht. Aber ich habe das so. Was dann, warten so wir jetzt, dann warten wir jetzt noch kurz. Ich habe Angst, dass du dann. Na? Komm, wir machen noch mal eben weiter. Und wir warten, bis die Shanties ihren Schnaps haben und dann trinken wir zusammen. Deine schönste Demo. Ach, ist das schön. Oh, das kann ich nicht sagen. Weißt du, auf sehr, sehr vielen Demos? Ich war schon auf Demos, aber ich kann darüber leider nicht reden. Weil du hardcore... Ich kann darüber einfach nicht reden. Landfrauen lese ich gerade. Warte, wo fängt's an, wo fängt's an? Wie viele angetrunkene Landfrauen... sind dir schon auf die Pelle gerückt? Ja, du kleine Maus! Das ist die Liebesbrieffrage noch gar nicht. Bist du Landfrau? Ja, aber ich kenne ja die Szene. Komm, wir trinken jetzt ein. Ja. Robert, auf dich! Ganz weg oder was? Wir sagen schon mal Prost. Wir machen einen Schluck. Ja, okay. Politik sexy? Ja. Ja, ne? Ja. Es hat schon sehr viel mit, also sexy nicht im Sinne von, sind dir schon mal Landfrauen auf die Pelle gerückt, aber im Sinne von, sei doch nicht so, hat es eine Attraktion? Also ist es, hat es, man, es ist schon ein unglaublicher Kick immer wieder dabei. Also man, der Inhalt ist natürlich, tschüss, geht ihr oder was? Nein, sie bringt doch jetzt die schwarze Lakritz nach draußen. Ah, alles klar, okay. Die alte Sau. Mm-mm. So, aber es hat eine ganz große Leidenschaft. Natürlich macht das was mit dir, wenn die Leute dich auspfeifen oder dich bejubeln. Das ist ein Kick in jeder Hinsicht. Also du, auch die Emotion, die Aggressivität, aber auch die Freude, der Enthusiasmus, das ist schon ganz stark. Und das hat was, hat
wie war es? Ist es sexy, ja? Ja. Deine schönsten Erinnerungen vor Eintritt in die Politik? Oh, das ist eine schöne, das ist eine philosophische Frage. Meine schönsten Erinnerungen? Vor Eintritt in die Politik. Ich wüsste eine Erinnerung. Darf ich dir die vorlegen und du sagst, stimmt, du hast recht, ja. Ina? Ich meine, die sind zu pathetisch, glaube ich. Sag. Du hast meine Erinnerung. Meine ist bodenständig. Ja, für mich jetzt oder die deine? Nächte die Nächte in Heikendorf am Strand, damals, als ihr Abitur gemacht habt und so. Und ihr habt wochenlang am Strand übernachtet. Ihr seid mit Salz in den Haaren und Salz auf der Haut in die nächste Englischklausur gefahren. Das ist so schön gesagt. War das die schönste Zeit? Nein. Aber dann lassen wir es einfach. Sehr schön und dann lassen wir es als Erinnerung lassen wir sie so stehen, weil du das so schön gesagt hast.